Im zweiten Teil dieses Jahresrückblicks habe ich einige besonders interessante Schmankerl für euch. Wir setzen dort an, wo wir im ersten Teil aufgehört haben. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich das zuerst zu schauen. Es ist hier in der Infobox verlinkt. Die obligatorische Eigenwerbung habe ich nach hinten verschoben, damit wir gleich wieder hineinkommen. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahresrückblicks 2021 hier auf Marschroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Die Rede war von der DART-Mission. Die Double Asteroid Redirection Mission der NASA soll einen Asteroiden und seinen kleinen Mond besuchen und versuchen, deren Umlaufbahn zu verändern. Das ist unglaublich wichtig, denn wir wissen bis heute nicht, ob und wie wir uns gegen einen Asteroideneinschlag schützen können. Die beste Variante wäre, wenn wir ihn rechtzeitig entdecken und seine Flugbahn manipulieren können. Ein kleiner Impuls kann im luftleeren Raum viel bewirken. Aber genau das soll DART herausfinden. Die Probe wird in den kleineren der beiden Himmelskörper einschlagen und seine Umlaufbahn geringfügig ändern. Kurz vor dem Einschlag entlässt das Raumschiff noch einen CubeSat aus Italien, der den Aufschlag filmt, nachdem die Probe schon zerstört ist. Es wird eine zweite Mission geben, um den Aufprall einige Monate nach der Kollision zu dokumentieren. Solche Missionen zu Asteroiden häufen sich in letzter Zeit. Auch China, Japan, Indien und andere Nationen, aber auch Unternehmen pflegen Ambitionen, Asteroiden zu besuchen und sie in weiterer Folge auch auszuschlachten. Das ist neben dem Schutz des Planeten das eigentliche Interesse hinter solchen Missionen. Könnt ihr euch noch erinnern an die Mission der Emiratis, die sie planen? Jetzt seht ihr hoffentlich, wo ich damit hin wollte. Asteroidenabbau wird in Zukunft ein immer wichtigeres Thema werden. Also sollten wir uns ernsthaft und nachhaltig damit auseinandersetzen. Aber das ist ein Thema für ein ganz eigenes Video. Würde euch das interessieren? Kommen wir aber nochmal zurück zu den Zahlen. Und zwar zu einem recht skurrilen Rekord. Am 11. November waren zur gleichen Zeit 19 Menschen im Weltall. Zwar nur für 6 Minuten, bevor die New Shepard-Kapsel aus dem Hause Blue Origin ihre Passagiere wieder zurück zur Erde brachte. Aber es war ein historischer Moment. 8 davon waren Touristen. Wir kommen aber gleich noch einmal dazu. Was hältst du von dieser ganzen Sache mit dem Weltraumtourismus? Ist das sinnvoll und notwendig oder komplett weltfremd und wahnsinnig? Ich freue mich auf deine Meinung in den Kommentaren, denn das Thema ist heiß und nicht einfach. Bei der nächsten Statistik spielen die Hobbyastronauten von Blue Origin und Virgin Galactic nicht mit. Es haben im vergangenen Jahr 17 Weltraumspaziergänge stattgefunden. Dabei verbrachten Astronautinnen und Astronauten der internationalen und der chinesischen Raumstation insgesamt rund 240 Stunden im Weltall. Kommen wir jetzt aber zu einer ganz anderen Art von Zahlen. Sagen dir SN9, SN10 oder SN15 etwas? Dann sind die nächsten Minuten genau für dich. Die Starship-Tragödie ist eine berührende und unglaubliche Reise. Der Weg ist gepflastert mit Hindernissen, aber die unermüdlichen Crews in Boca Chica und hinter den Kulissen bei SpaceX machen Fortschritte in einer bisher noch nicht dagewesenen Geschwindigkeit. Wir schummeln hier ein wenig und schauen zurück auf SN8s Testflug im Dezember 2020. Dieser Testflug war ein voller Erfolg, abgesehen von der etwas zu stürmischen Landung. Bei SN9 Anfang Januar 2021 war der Flug auch erfolgreich, aber die Landung war dieses Mal noch ungezügelter als zuvor. Rund einen Monat später stand SN10 bereit für einen weiteren Testflug. Nach einem wunderschönen Flug um beiden Teilen des Bellyflops setzte der Prototyp erfolgreich auf der Landezone auf. Und dennoch zählt diese Landung nicht ganz. Etwas im Triebwerksraum war beschädigt und hatte Feuer gefangen. Einige Minuten nach der Landung explodierte SN10 und verabschiedete sich würdevoll von seinen Anhängerinnen und Anhängern. Auch die Bilder dieser Fehllandungen bzw. der Schrotthaufen sind wahnsinnig inspirierend. Wie SpaceX mit ihrer Philosophie Millionen Menschen in ihren Bann zieht. Und das ist erst der Anfang und dieser Highlights können niemals alles beinhalten, was passiert ist. Also schreib mir bitte in die Kommentare, was ich ausgelassen habe. Vielleicht kann man ja diese Highlights irgendwann noch ergänzen. Jedenfalls passierte am 6. Mai 2021 etwas Unglaubliches. Ihr ahnt es schon, das war der Tag, an dem Serie Nummer 15 des SpaceX Starship Programms es geschafft hat, nach seinem Testflug wieder weich zu landen. Leider war die Übertragung durch das schlechte Wetter dementsprechend. Aber wir haben trotz allem geniale Bilder erhalten.
SpaceX hat bewiesen, dass sie ihre Starships mit ihrem wahnsinnig erscheinenden Manöver sicher landen können. Als das feststand, hat sich der Fokus auf die Infrastruktur in Boca Chica gerichtet. Sie haben den Bau der orbitalen Startanlage inklusive Tankform, Starttisch und einem 140 Meter hohen Turm vorangetrieben. Dieser Turm ist mittlerweile mit zwei Armen ausgestattet, die sowohl den Super Heavy Booster als auch das Schiff nach dem Flug fangen und neu stapeln können. Ich denke oder ich hoffe, dass wir dieses Jahr erste Tests mit der Fangvorrichtung sehen. Ganz nebenbei haben sie auch mit dem Bau der brandneuen Startanlage in Cape Canaveral begonnen. Starship soll nicht nur von Texas, sondern auch aus Florida starten. Schau, ich will ja nichts sagen, aber ganz nebenbei läuft das Falcon 9 Geschäft von SpaceX auch gerade erst warm. Sie haben im vergangenen Jahr 31 von 31 Missionen erfolgreich abgeschlossen. Einer der Falcon 9 Booster ging bei der Landung verloren. Ein weiterer wurde, wie hier zu sehen, ein wenig beschädigt, aber konnte sicher in den Hafen gebracht werden. Man kann aber vermutlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass SpaceX immer besser wird und ihr Vorsprung scheint größer zu werden mit jedem Tag, der vergeht. Sie schaffen es mittlerweile, ihre Booster mehr als 10 Mal zu fliegen. Aber lasst euch nicht täuschen, Europa kann und wird hier mithalten. Der Vorsprung der USA und China wird nicht über Nacht aufzuholen sein. Aber mit Begeisterung und Feuer an die Sache herangehen und Elon Musk mal in die Schranken weisen. Trotzdem muss ich schon noch sagen, dass SpaceX in diesem Jahr nicht nur Crewtransporte zur ISS zur Routine gemacht hat, sondern auch die erste echte astronautische Mission mit ausschließlich zivilen Personen an Bord einer SpaceX Dragon Raumkapsel absolviert hat. Dabei flogen die vier Personen rund 3 Tage lang um die Erde. In anderen Worten, sie waren in einem Erdorbit. Dagegen wirken die suborbitalen Systeme von Blue Origin und Virgin Galactic wie Kinderspielzeug. Bei diesem Flug ist mit Haley Arsenault die erste Person mit einer Prothese ins All geflogen. Außerdem haben sie mit ihrer Kapsel teilweise Höhen von bis zu 585 Kilometer erreicht. Seit der Space Shuttle Mission STS-103 war niemand so weit weg von der Erde wie diese Menschen. Ich habe den Start und die Rückkehr gestreamt. Alles in der Videobeschreibung unten. Und weil wir gerade dabei waren, insgesamt waren 2021 48 Menschen im Weltraum. 27 davon waren tatsächlich im Orbit. Die übrigen 21 nicht. Damit komme ich zu dieser ganzen Weltraumtourismus-Sache. Und zwar die Sache mit New Shepard und Virgin Galactic. Ich finde ja, man sollte sie einfach mal machen lassen, solange sie niemandem wehtun. Vielleicht kommt ja, wie bei Virgin Galactics Schwester Virgin Orbit, etwas Vernünftiges dabei heraus. Jeff Bezos wollte eigentlich vor Virgin Galactic ins All, aber Sir Richard Branson ist ihm zuvorgekommen, worauf sich Jeff und seine Meute keine Freunde im Internet machten. Aber heute mischen wir uns nicht in Kindergartenangelegenheiten ein. Wir wollen auch nicht darüber reden, dass Jeff Bezos dieses Jahr mehrere Beschwerden und Klagen gegen SpaceX und die NASA eingebracht hat. Alles wurde bisher abgewiesen. Sowohl in der Mondlander-Affäre als auch in anderen Belangen wie Starlink ist SpaceX einfach Vorreiter und die Klagen halten sie nicht auf. Virgin Galactic hat 2021 nur einen Flug und Blue Origins New Shepard Rakete 6 Flüge zu verbuchen. Mal sehen, wie das weitergeht. Kommen wir aber zurück zur Virgin Gruppe. Wie schon erwähnt, hat Virgin Orbit's Launcher One ihre erste kommerzielle Nutzlast erfolgreich in einen Orbit gebracht. Auch Astra hat nach einigen Versuchen endlich die Erdumlaufbahn erreicht. Ihr vorletzter Versuch ging nur ganz knapp daneben. Ihr letzter Versuch vor dem Erfolg war aber grandios und etwas, das man nicht alle Tage zu Gesicht bekommt. Beim Start ging etwas schief. Dabei wurde einer der Triebwerke beschädigt und sorgte dafür, dass die Rakete zu kippen begann. Wie durch ein Wunder schaffte es die Flugsteuerung, die Rakete zu retten. Plötzlich tauchte die Rakete hinter den Rauchschwaden wieder hervor. So ein Powerslide ist schon ein richtig cooler Anblick. Schließlich haben sie es am 20. November geschafft, die Oberstufe ihrer LV0007 in einen Orbit um die Erde zu bringen. Herzliche Gratulation an Virgin, Astra und teilweise auch Blue Origin. Auch wenn Blue Origin noch nicht im Orbit war, haben sie doch eine scheinbar verlässliche suborbitale Rakete. Man kann daraus viel lernen und die Lernkurve wird hoffentlich steiler. Firefly hat es auch probiert, einen Orbit zu erreichen.
Sie haben im vergangenen Jahr einen starken Versuch unternommen. Ihre Rakete explodierte beim Testflug, aber auf spektakuläre Art und Weise. Ein Triebwerk schien nach 15 Sekunden nicht mehr ganz so zu wollen, wie es sollte. Dadurch hatte Fireflies Alpha die ganze Zeit zu wenig Schub und es schien alles nur sehr langsam voranzugehen. Bis dann etwa 2,5 Minuten nach Start die Rakete außer Kontrolle geriet und das Flugabbruchsystem aktiviert wurde. Zuletzt machte Firefly Schlagzeilen, weil US-Behörden keine besonders große Freude am ukrainischen Gründer Max Polyakov hatten. Dieser wurde Ende 2020 von den US-Behörden dazu angehalten, sich aus dem Tagesgeschäft von Firefly zurückzuziehen. Es wurden Bedenken geäußert, dass wertvolle Raketentechnologie die USA in Richtung Russland oder Ukraine verlassen könnte. Polyakov gehorchte brav und im November 2021 dann wurde er per Brief dazu aufgefordert, seinen rund 50%igen Anteil an Firefly abzutreten. Bis dahin hatte er etwa 200 Millionen US-Dollar in das Unternehmen gesteckt. Laut Polyakovs Pressesprecher gehorchte auch dieses Mal und wird sich komplett aus Firefly zurückziehen. Zum Wohle der Unternehmung ist er bereit, zurückzutreten. Aber vermutlich will man sich auch einfach nicht unbedingt mit den US-Behörden anlegen. Bis die Sache komplett geklärt ist, darf Firefly nicht oder nur eingeschränkt weiterarbeiten. Und jetzt möchte ich zu einem ernsten Thema kommen. Denn in diesem Jahr war nicht alles Halligalli. Es gab auch richtig dumme Aktionen. Russland hat ihr letztes verbleibendes ISS-Modul hochgeschickt. Beim Andocken an die Station feuerten die Steuerdüsen des Moduls unkontrolliert und versetzten die ISS dadurch in eine ungewollte Rotation. Schlimmeres konnte zum Glück verhindert werden, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Dann haben sie einen ihrer ausgedienten Satelliten mit einem Satellitenabwehrsystem abgeschossen und damit für einen Aufschrei gesorgt. Derartige Tests haben China und die USA in der Vergangenheit auch durchgeführt. Ich bin aber der Meinung, dass sie das alle zu unterlassen haben. Und nun möchte ich noch ernster werden. Es sollte keiner den Weltraum militarisieren. Wenn alle friedliche Ziele im Weltraum verfolgen, sollte alles gut gehen. Dann besteht auch nicht die Notwendigkeit, sich gegen irgendjemanden zu verteidigen. Also sobald einer aufrüstet, ziehen alle anderen hinterher. Ich mache den Politikern hier nicht einmal einen Vorwurf. Sie werden von der Rüstungsindustrie als Geiseln gehalten. Man wird die Rüstungsindustrie auch nicht mehr so schnell los. Aber was machen wir dann? Wollen wir immer weiter aufrüsten, bis es eskaliert? Das kann und darf nicht passieren. Wir dürfen uns nicht von der Waffenindustrie als Geiseln halten lassen. Aber Sirwan, es hängen Millionen Arbeitsplätze dran. Dann geben wir der Rüstungsindustrie keine Rüstungsaufträge mehr, sondern Forschungsaufträge und andere friedliche oder zivile Missionen. Ich möchte nicht immer nur gegen die Rüstungsindustrie wettern. Sie haben viel geleistet. Aber es wird Zeit für eine Umschulung. Man könnte Rüstungsunternehmen sehr gut in Robotik, Aeronautik, Raumfahrt oder andere Branchen umleiten. Dann hat man auch das Problem nicht, dass massenhaft Menschen in die Arbeitslosigkeit stürzen, wenn man nicht mehr aufrüstet. Also bitte, friedliche Aufträge für Rüstungsunternehmen. Was sagst du zu meinem naiven Utopismus? Ich freue mich sehr auf deine Meinung in den Kommentaren. Okay, jetzt genug herumgeheult. Es wird wieder Zeit für erfreulichere Nachrichten. Im vergangenen Jahr hat Spin Launch ihren ersten großen medienwirksamen Auftritt hingelegt. Sie haben mit ihrer Zentrifuge ein Geschoss beschleunigt und auf eine suborbitale Bahn geschossen. In Zukunft wollen sie diese Zentrifuge auf etwa 100 Meter Durchmesser skalieren und damit eine Orbitalrakete starten, die etwa Rocket Labs Electron Konkurrenz machen könnte. Diese Art zu starten könnte in Zukunft auf dem Mond besonders interessant werden. Davor sind aber noch viele Hürden zu überwinden. Wir dürfen uns dieses Jahr mehrere Tests von Spin Launch erwarten. Dieses Thema habe ich ausführlich in dieser Ausgabe in der Infobox behandelt. Wer tiefer in dieses Thema einsteigen möchte, dem kann ich dieses Video sehr ans Herz legen. Aber hüpfen wir zum nächsten großen Thema, welches wir nur kurz anschneiden werden, um den Rahmen nicht zu sprengen. Und zwar geht es um die angekündigten Raumstationen. Mein Video zu den Raumstationen war das beliebteste Mars-Chroniken-Video bisher und deckt das folgende ausführlich ab. Daher echt nur kurz. Im vergangenen Jahr wurden einige Projekte auf den Weg gebracht. Axiom darf mit dem Ausbau der ISS beginnen und hat dafür auch schon die ersten Gelder erhalten. Blue Origin hat auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Dubai ihre neue Raumstation namens Orbital Reef angekündigt. Diese werden sie in enger Zusammenarbeit mit Sierra Space und Boeing bauen.
Boeing und Sierra Space haben 2022 wichtige Flugtests mit ihrem Starliner bzw. Dreamchaser vor sich. Auch die Pläne für die Voyager und Think Orbital Raumstationen wurden konkretisiert. China wird ziemlich wahrscheinlich mindestens ein weiteres Modul ihrer Raumstation 2022 in Betrieb nehmen, wenn nicht sogar zwei weitere Module. Aber kommen wir zurück zu den Wissenschaftsmissionen. Denn eine habe ich noch, bevor ich zu meinem absoluten Highlight des vergangenen Jahres komme. Die Rede ist von der Parker Solar Probe. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als das schnellste von Menschen gebaute Objekt. Es rast mit etwa 147 Kilometern pro Sekunde in einer Umlaufbahn um die Sonne. Zum Vergleich, das ist 20 Mal so schnell wie die Internationale Raumstation, die mit 7,6 Kilometer pro Sekunde um die Erde kreist. Jede Stunde legt dieses Raumschiff über eine halbe Million Kilometer zurück, also in unter einer Stunde zum Mond. Das kann sich doch schon mal sehen lassen. Aber was macht die Sonde? Sie fliegt jedenfalls nicht nur zum Spaß so schnell durch die Gegend. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe ihrer Instrumente die Sonne näher zu erforschen. Und tatsächlich kamen vor kurzem die ersten atemberaubenden Bilder zurück zur Erde. Man könnte sagen, dass die Sonde die Sonne in gewisser Hinsicht berührt hat. Was heißt das aber, die Sonne zu berühren? Das bedeutet, dass sie der Sonne annähernd so nahe gekommen ist, wie es nur möglich ist, ohne hineinzustürzen. Genau wie die Erde auch, hat die Sonne eine Atmosphäre. Wenn man sich der Sonne nähert, wird die Atmosphäre natürlich immer dichter und dichter. Das Sonnenlicht, das wir sehen, also das, was für uns als Sonne sichtbar ist, ist die Photosphäre, die nur einige hundert Kilometer stark ist. Hier wird das optisch dichte Plasma dünner. Deswegen kann die Energie und somit auch das Licht die Sonne verlassen. Darunter werden die emittierten Photonen wieder von der Sonne absorbiert und erzeugen somit kein Licht. Die Temperatur der Photosphäre liegt bei etwa 5500 Grad Celsius oder unter Fachleuten 5800 Kelvin. So, das wollte ich auch mal loswerden. Aber jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere mein absolutes Highlight des Jahres 2021. Das James Webb Space Telescope. Das war das astronomische Event des Jahrhunderts und wird sich in den kommenden Monaten ständig selbst übertreffen. Ich hatte Andreas von IGIS Cosmos bei mir zu Gast, als die Ariane 5 am 25. Oktober dann wirklich startete und das gigantische Teleskop auf seine Reise schickte. Sein Spiegel mit einem Durchmesser von 6,5 Meter wird bis in die Anfänge unseres Universums zurückblicken können. Dafür wird das Teleskop im Lagrange-Punkt 2 oder L2 platziert. Sie orbitet dabei um die Achse Richtung Erde und Sonne. Ich versuche gerade selbst mit Hilfe des Rechercheteams im Senkrechtstarter-Discord die Lagrange-Punkte besser zu verstehen, sodass ich ein ausführliches Video für euch zu diesem Thema produzieren kann. Deswegen fokussieren wir uns für heute auf das Teleskop selbst. Unter jwst.nasa.gov kann man den aktuellen Status live mitverfolgen. Um es von der Sonne zu schützen, verfügt das James Webb über einen tennisfeldgroßen Hitzeschild. Dieser wurde aufgrund seiner Größe erst nach dem Start ausgefahren. James Webb ist mittlerweile über 1 Million Kilometer von der Erde entfernt. Das entspricht 3/4 der Gesamtstrecke. Sowohl der Sonnenschutz als auch alle Spiegel sind vollständig ausgeklappt bzw. ausgefahren. Bis uns die ersten Bilder erreichen, werden aber noch mindestens 5 Monate vergehen. Den Lagrange Punkt 2 erreicht es gegen Ende Januar 2022. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und gleich informieren, sobald uns die ersten Bilder erreichen. Ich möchte euch diese Bilder vom Start nicht vorenthalten. Es war ein Bilderbuchstart. Alles lief wie am Schnürchen. Und als die zweite Stufe der Ariane 5 James Webb ins All entließ, bekam ich Gänsehaut. Das war das letzte Mal, dass Menschen dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst zu Gesicht bekamen. Es war ein sehr cooler Stream mit Andreas. Wenn euch diese Mission interessiert, dann unbedingt den Stream schauen, denn da behandeln wir sehr viele Aspekte ausführlich. So, das waren sie, meine Highlights des Jahres 2021. Was sagst du? Habe ich etwas ausgelassen oder genau deinen Geschmack getroffen? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch ein paar Sachen loswerden. Ich möchte mich für die unglaubliche Zusammenarbeit mit dem Hashtag Team Space bedanken. Danke, dass ihr alle so begeistert seid. Ich werde jetzt nicht alle erwähnen, aber ich möchte allen voran den Moderatoren Patrick, Roman und Martin und auch den anderen Mods natürlich danken. Es wächst alles so rasant, dass ich gar nicht mehr überall den Überblick habe. Dank eurer Arbeit wird vieles erst möglich. Auch ein Riesendank geht an Aeneas.
Wir haben gemeinsam eine Reihe von Videos gemacht, wo wir die Architektur von Raketen kritisieren. Es werden weitere solcher Videos folgen. Da könnt ihr euch schon einmal darauf einstellen. Auch der Research Squad im Discord macht eine unglaubliche Arbeit. Ihr seid der Wahnsinn. Und ohne meine Patrons und Kanalmitglieder wäre das sowieso alles aussichtslos. Ich kann gar nicht genug betonen, wie dankbar ich bin, dass ihr Mars-Chroniken unterstützt. Das bedeutet mir unglaublich viel. Riesendank. Wenn auch du dich der Riege der Mars-Chroniken, Patrons und Kanalmitglieder anschließen möchtest, dann findest du alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Moritz von Senkrechtstarter und ich haben mit Hilfe von Simon einen gemeinsamen Shop auf die Beine gestellt. Und nun ist auch Toni von Mondgeflüster dazugestoßen. Es gibt jetzt schon viel zu entdecken, aber dieses Jahr kommen weitere coole Designs dazu. Du findest den Link zum Shop in der Videobeschreibung. Und jetzt möchte ich noch eine Sache loswerden, bevor ich mich verabschiede. Im November 2020 habe ich mein erstes Video hochgeladen. Das Jahr 2021 habe ich mit 159 Abonnenten gestartet. Genau ein Jahr später sind wir bei über 7300 Abonnenten. Das entspricht einer Ver46-fachung der Abonnenten. Ich bin einfach unglaublich dankbar für die unglaubliche Gemeinschaft. Auch meiner Freundin möchte ich einen riesen Dank aussprechen für die starke Unterstützung mit Mars-Chroniken. Du ermöglichst erst, was nun machbar erscheint. Moritz wird auch immer senkrechter. Kaum hat er die 25.000 Abos geknackt, schon knabbert er an den 30.000 Abos. Also weiter so. Ich freue mich schon auf geplante Kooperationen mit anderen Kanälen und auf ein aufregendes neues Jahr in der Raumfahrt. Es erwarten uns unglaubliche Zeiten. Wir müssen beginnen zu verstehen, dass unser Dasein nicht vom restlichen Universum isoliert ist. Wir sind Teil dieses Universums. Wir und alles, was um uns herum ist. Das alles ist der Ausdruck der Natur und des Universums. Es bleibt uns nicht viel mehr übrig, als zu versuchen zu verstehen, was hier passiert. In diesem Sinne war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und peraspera ad astra.